Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide zu Elden Ring. Heute zu Farum Azula und allem, was ihr hier auf keinen Fall verpassen solltet. Richtig, richtig cooles Gebiet, sehr groß, einiges einzusammeln, coole Bosskämpfe. Es gibt also einiges zu tun. Lasst gerne ein Like da fürs Video, wenn es euch gefällt, aber für den Kanal und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ich hier womöglich was verpasst habe oder wie euch das Video gefallen hat. Ich freue mich drauf und los geht's. Sobald ihr in Farum Azula angekommen seid, lauft über die Brücke bis nach vorne, holt euch den Schmiedestein 8 und im Anschluss könnt ihr euch auf der rechten Seite hier nach unten fallen lassen. Hier noch eine goldene Rune 9 und dann geht's weiter durch den Korridor, hier die Treppe hinunter, hier ein paar Gegner besiegen und dann ein Stückchen weiter links rein, denn hier ist der erste Ort der Gnade und von hier aus können wir nun auch wieder schnell reisen. Danach geht es über diese Plattform hier zum nächsten Gebäude und auf dem Weg dorthin können wir hier einmal einen Schmiedestein 6 und etwas weiter, glaube ich, noch einen 8er einsammeln. Aber ihr werdet hier ein wenig unterbrochen, denn es kommt plötzlich ein Drache angeflogen und ich verpasse hier erstmal meine ersten paar Spells, alle daneben geschossen. Aber im Anschluss lief es etwas besser und ich konnte ihn hier besiegen. Da bekommt ihr eine gute Belohnung und zwar einen uralten Drachenschmiedestein. Danach weiter nach geradeaus laufen und einen Schmiedestein 8 einsammeln und außerdem einen weiteren Ort der Gnade aktivieren. Im nächsten Raum einen Schmiedestein 7 mitnehmen und dann könntet ihr durch den Korridor gehen. Geht aber erstmal raus und dann hier aufs Dach. Denn hiermit kommt ihr in den oberen Bereich, hier einfach reinspringen und hier noch ein paar Gegner besiegen. Und dann gibt es ganz hinten im Raum hier an der Stelle eine große Gräbertallilie. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal auf der Karte. Geht nun in den Raum unter euch und besiegt hier ebenfalls einige Gegner und dann mitten im Raum liegt hier das Gebetbuch der alten Drachen für 2 weitere Blitzspells. Danach geht's raus und ihr könnt hier einen Ort der Gnade aktivieren. Und bevor ihr dann weitergeht, hier geht's nämlich dann auch runter, geht nochmal zurück in den Raum und auf der anderen Seite raus. Hier gibt's einen Aufzug, bevor ihr den nehmt, hier im Eck noch die Heldenrune 2 und im Anschluss können wir dann den Aufzug nach unten nehmen. Von dort gibt es 2 Möglichkeiten, einmal nach links oder nach rechts. Geht erstmal nach rechts, hier einmal ums Gebäude herum und hier können wir im hinteren Bereich über diese Steine springen. Passt hier etwas auf, das kann sehr schnell schief gehen. Und dann kommen wir hier auf eine Plattform und hier gilt es, einen weiteren Drachen zu besiegen. Der Clou ist, der Kollege hier taucht mehrfach auf in Farum Azula. Ihr besiegt ihn an der Stelle, bekommt eine Handvoll Runen und außerdem legt dann noch ein Schmiedestein 8. Also vermeintlich nicht eine riesige Belohnung, aber je mehr ihr von diesen Drachen, die hier verteilt sind, besiegt, desto leichter wird im Anschluss der große Drache. Geht nun in die andere Richtung, weiter nach links vom Aufzug. Hier gibt es ein paar Wurmgesichter, die ihr besiegen könnt. Passt aber wie immer auf hier auf die Todespest. Dann am Baum hier einen Dunkelschmiedestein 9 einzusammeln. Und hinter der Säule geht es dann diese Leiter hier hoch. Hier können wir schon einen Blick auf die nächsten Gegner werfen. Oben noch ein Wurmgesicht besiegen, einen Schmiedestein 8 mitnehmen und dann geht es hier runter auf die Plattform. Von hier aus haben wir mit Fernkampf auch schon die Möglichkeiten, den Gegner hier etwas zu schwächen. Und dann können wir unten auch noch das große Wurmgesicht besiegen. Sammelt dann hier ein paar verjüngende Boli und einen Schmiedestein 8 ein und außerdem gibt es dann im Pavillon hier eine Klangperle 3 des Tallilienpflückers. Danach noch eine Plattform weiter runter. Hier ist eigentlich nicht mehr viel zu finden. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Hier liegen noch ein paar Schottersteine und das Ganze findet hier auf der Karte statt. Wir haben jetzt diesen Bereich hier erkundet. Jetzt wieder hoch zu unserem Ort der Gnade und hier an der Klippe können wir eine Klangperle 4 des Dunkelsteinschürfers mitnehmen. Und von hier aus haben wir dann eine schöne Aussicht auf das kommende Gebiet und außerdem da in der Ferne auch auf einen alten Bekannten, den wir hier wieder treffen werden. Dann wählen wir den Weg nach unten und können dann hier ein paar Skelette besiegen, einen Dunkelschmiedestein 7 mitnehmen und dann hier über diese Plattform weiter nach unten gelangen. Hier gibt es noch einen Dunkelschmiedestein 9 und dann die Möglichkeit, in dieses Loch hier reinzuspringen. Hier können wir links eine goldene Rune 10 einsammeln und dann ein paar Gegner besiegen. Es gibt hier 2 Korridore, nehmt erstmal den zweiten. Achtung, links wartet ein Gegner auf euch und dann hier eine goldene Rune 12.
Es gibt ja auch eine Treppe, von der wir später nach unten springen können, geht aber erstmal in den ersten Korridor hier einmal rein und von hier aus dann auf diese Plattform. Der folgen wir bis zu einer Leiter, die geht's dann nach oben und hier ist dieser nervige Gegner, der uns schon die ganze Zeit mit Bogen beschießt und außerdem eine große Gräbertallilie. Im Anschluss wieder nach unten, dann können wir über diese Plattform zum nächsten Ort der Gnade gelangen. Von der Gnade gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich bin hier erstmal links abgebogen und habe hier eine goldene Rune 11 mitgenommen. In die andere Richtung dann einen Schmiedestein 6 und dann die Treppe hier runter. Gibt ein paar Gegner zu besiegen und außerdem einen schönen Blick in den Bossraum darunter. Und jetzt habe ich hier aus der linken Seite ein paar Gegner besiegt, um mich hier schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und bevor ihr dann die Treppen runtergeht, einmal links abbiegen. Auch hier warten zwei weitere Ritter auf euch und außerdem ein Steinschwertschlüssel. Folgt dem Korridor und an der Stelle, wo wir jetzt aus der Ferne die Gegner besiegt haben, bin ich hier runtergesprungen, habe eine goldene Rune 12 mitgenommen und außerdem seht ihr hier einen weiteren Bereich unter uns und wie ihr da hinkommt, zeige ich euch. Passt hier auf, dass ihr nicht den Bossraum betretet, sondern geht erstmal außen rum. Ihr könnt hier tatsächlich komplett außen rumlaufen, die Gegner besiegen und dann wieder hoch zum Ort der Gnade. Und von hier aus springe ich jetzt auf die Treppe hier runter. Wir sind jetzt auf der Ebene, wo wir vorhin schon waren. Und von hier aus geht es dann nochmal weiter runter. Dann links abbiegen und ihr seid schon bei dem Objekt, was wir gerade von oben von der Treppe aus gesehen haben. Und das ist ein Runenbogen. Dann geht es in die andere Richtung durch einen Korridor hier in diesen Raum. Hier gibt es zwei weitere Ritter und außerdem die Asche der Bestienmenschen von Azula. Geht dann nach draußen hier auf diesem Vorsprung einen Dunkelschmiedestein 9 einsammeln und dann den Raum Richtung Osten verlassen. Hier einmal runterspringen und hier ist ein Ort der Gnade. Und der ist cool, denn ihr seid hier deutlich näher am Bossraum und müsst jetzt, wenn ihr sterben solltet, was passieren kann, nicht nochmal an Gegnern vorbei. Wir stellen uns nun dem Duo der Götterskalpe und das ist wirklich ein Bosskampf, der sehr, sehr fies sein kann. Sehr schwierig und gegen zwei Gegner. Ihr könnt draußen Bernal zur Hilfe rufen, wenn ihr wollt und außerdem hier diese Pfosten gegen die Rollattacken des etwas dickeren des Duos hier einsetzen. Und ihr seht schon, die beiden teilen sich hier einen Lebensbalken und werden immer wieder spawnen, bis ihr dann den gesamten Lebensbalken geschafft habt. Wenn ihr die beiden besiegt, bekommt ihr die Klangperle 4 des Schmiedesteinschürfers und außerdem die Kriegsasche Schwarzflammen-Tornado. So, dann den Ort der Gnade aktivieren und wir befinden uns dann im nächsten Gebiet, das wir nun erkunden wollen. Folgt nun dem Weg nach unten. Hier können wir eine goldene Rune 11 einsammeln und dann auch schon die Hunde im nächsten Raum hier besiegen und dann dem Weg folgen. Durch diesen Korridor würden wir weiterkommen, vorher gibt es aber noch einiges zu erkunden. Es gibt hier ein gesamtes, großes alternatives Gebiet. Erstmal den Schmiedestein 7 einsammeln, dann einmal hier um die Ecke. Pass auf, etwas weiter hinten gibt es einen kleinen Hinterhalt. Könnt die besiegen und dann hier etwas Blitzfett mitnehmen. Im Anschluss dann ganz wichtig die Treppe hoch. Hier warten wieder ein paar Gegner auf euch. Und dann könnt ihr hier erstmal links abbiegen und dann über diese Säule hier nach oben. Oben gehen, denn hier gibt es etwas zu finden. Vor allem erstmal zwei Gegner und zwar diesen hier und auch noch einen Hund und die bewachen hier den uralten Drachenschmiedestein. Dann wieder zurück über die Säule nach links abbiegen und hier in diesem Raum können wir hinter einer Säule einen Dunkelschmiedestein 9 einsammeln und außerdem dann hier mit zwei Steinschwertschlüsseln die Blockade hier lösen und den Aufzug nach oben zum nächsten Ort der Gnade mitnehmen. Und das ist, wie gesagt, ein ganzes alternatives Gebiet hier auf dieser Plattform, das wir jetzt erkunden und dann hier auch unseren alten Bekannten besuchen. Tretet nun hinaus und besiegt die Gegner hier vor der Schale und in der Schale selbst können wir dann eine Fürstenrune einsammeln für ordentlich Runen. Danach bin ich hier einmal ums Gebäude rum. Ihr könnt natürlich auch direkt rechts hoch zur goldenen Saat. Hier gibt es noch an diesem Baum ein paar Schmetterlinge und dann einmal über den Felsen nach oben hier ein Schmiedestein 7 einsammeln. An den Bäumen hier hängen überall Skelette, passt hier also etwas auf, sammelt noch die goldene Rune 12 ein und auf dem Felsen über euch dann noch einen Schmiedestein 8. Im Anschluss bin ich dann endlich zur goldenen Saat und habe hier auch noch einen Runenbogen eingesammelt.
Danach könnt ihr über diesen Vorsprung hier rechts nach oben gelangen. Vorher bin ich aber hier in Richtung Süden gewandert. Hier gibt es noch einen Skarabäus, den ich hier versucht habe zu erledigen, sage ich mal. Der hat mich dann hier praktischerweise direkt zu diesem Drachen hier gelockt. Und als ich ihn dann endlich erledigt habe, die goldene Blitzfestigung-Anrufung bekommen. Ja, hier den Drachen besiegen, das ist Nummer 3, den wir erledigt haben. Und er gibt euch wieder ein paar Runen, nicht viel allerdings. Wie gesagt, die sind nur die Vorbereitung auf die große Variante. Und wir können hier noch etwas Schotterstein, den er droppt, mitnehmen und außerdem einen Schmiedestein 8. Dann, wie angekündigt, über diesen Vorsprung hier nach oben und dann nach rechts abbiegen. Hier können wir über den Turm Richtung Westen laufen und hier treffen wir Alexander. Neben ihm gibt es eine goldene Rune 12 und wenn ihr seinen Quest bis hierhin verfolgt habt, könnt ihr nun hier an dieser Stelle mit ihm reden. Und er wird euch hier viel Text geben und anschließend habt ihr die Möglichkeit, gegen ihn zu kämpfen. Er will hier gegen den stärksten Krieger kämpfen, nämlich gegen euch. Tatsächlich ist dieser Kampf zu diesem Zeitpunkt für euch wahrscheinlich keine große Herausforderung mehr. Und nachdem Alexander dann hier den Heldentod stirbt, werdet ihr ordentlich belohnt. Und zwar mit der Scherbe von Alexander und außerdem dem Questgegenstand Alexanders Innereien. Die Scherbe ist ein verdammt starker Talisman, der eure Talente deutlich stärkt. Und in den Innereien-Text könnt ihr lesen, dass diese wohl von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also hier ein kleiner Hinweis. Bevor wir diesem Hinweis aber folgen, geht hier einmal noch weiter über die Plattform nach oben. Hier gibt es einen Schmiedestein 7 und dann gibt es hier eine kleine Plattforming-Sektion. Müsst ihr einmal hier den Säulen nach oben folgen. Und hier in diesem Raum gibt es dann Handbuch 4 des uralten Drachenapostels und außerdem einen Hinterhalt. Passt also etwas auf. Und im Anschluss können wir dann hier nochmal rüberspringen und noch einen Dunkelschmiedestein 8 mitnehmen. Dann bin ich nach Gefäßburg gereist, denn wir wollen nun den Quest von Alexander bzw. vor allem auch von dem kleinen Gefäß beenden. Und wir sehen hier, das Dorf wurde angegriffen und hier sind einige Gefäße zerstört worden. Und wir finden dann das kleine Gefäß hier staunend stehen. Wir können hier mit ihm reden und im Anschluss finden wir auch Dialos, der offensichtlich seinen Mut gefunden hat und hier tatsächlich das Dorf verteidigt hat oder es zumindest versucht hat. Ihr könnt ihm hier noch ein bisschen Mut machen und im Anschluss wird er sterben. Dann, wenn ihr das Gebiet neu ladet, finden wir hier das Gefäß und es wird hier den berühmten Spruch von Dialos zitieren und später können wir dann hier Dialos Maske, außerdem die Peitsche und eine Numenrune finden. Wir haben jetzt schon 2 Exemplare dieser Peitsche, denn wir haben ja auch Dialos Bruder bereits erledigt. Ladet das Gebiet wieder neu und wir können jetzt endlich Alexanders Innereien überreichen und hier das letzte Mal mit dem kleinen Gefäß sprechen, denn sobald ihr das Gebiet neu ladet, wird er verschwunden sein und damit ist der Quest abgeschlossen, erschlossen. Ihr bekommt das Begleitergefäß, ein Talisman, der die Wirkung von Wurfobjekten stärkt. Zurück in Farum Azula. Am Aufzug werden wir jetzt diesem Weg folgen, bis wir uns dann zum Bosskampf des Gebietes vorkämpfen. Starten tun wir dann unterhalb des Aufzugs. Hier können wir von der Treppe runterspringen oder auch außenrum durch den Korridor gehen und dann über die Bruchstücke hier klettern. Hier gibt es einmal eine goldene Rune 12 und außerdem sehr leicht zu verpassen. Unter dem Vorsprung, von dem wir gerade runtergesprungen sind, hier auf einem etwas kleineren Teil noch ein Drachen-Schild-Talisman plus 2 für mehr Resistenz gegen körperlichen Schaden. Folgt dann dem Korridor hier einmal nach Norden und hier gibt es einen Schmelztiegelritter zu besiegen. Ihr wisst, die sind immer ein bisschen tricky, also passt auf. Und dann sind wir hier am nächsten Ort der Gnade. Wer sich traut, kann zwischenrein noch hier einmal auf die Plattform springen und einen Schmiedestein 8 einsammeln. Und dann geht es weiter an ein paar Adlern vorbei, an einem Schmiedestein 6 vorbei und dann hier in diesem Pavillon. Und hier sehen wir, da fährt ein Aufzug unten, an den wir jetzt allerdings noch nicht rankommen. Deswegen erstmal wieder raus und hier sehen wir jetzt in der Ferne den angekündigten großen Drachen, der hier auf uns wartet und mit Blitzen um sich schmeißt. Nehmt die Leiter hier nach unten und dann dreht euch erstmal um, denn wir können jetzt hier über diese Plattform nach unten und sind jetzt an der Stelle, wo der Aufzug auf uns wartet. Geht aber jetzt erstmal im Aufzugsraum vorbei und hier zu dieser Truhe, denn hier können wir
die Drachenritterrüstung einsammeln. Sieht ziemlich cool aus und nehme ich an der Stelle mit. Dann mit dem Aufzug nach oben und interessanterweise fährt er an der Ebene vorbei, wo wir gerade eben noch waren, und hier einen Gegner besiegen und die Blitzgroßbolzen einsammeln. Und dann war es das hier auch schon und wir können wieder nach unten springen. Lauft jetzt zum Drachen rüber und ihr seht dann, sobald ihr euch ihm nähert, dass er, wenn ihr eben die kleineren Drachen im Verlaufe des Levels hier besiegt habt, seine Gesundheit schon deutlich nach unten gegangen ist. Ihr seht, er hat nur noch ein paar Hits gebraucht und ihr werdet dann mit dem uralten Drachenschmiedestein belohnt. Außerdem liegen auf der Ebene hier noch ein paar Gegenstände, die ihr hier ebenfalls einsammeln könnt und dann da hinten den Pavillon besuchen. Nachdem ihr die goldene Rune eingesammelt habt, gibt es hier noch einen uralten Drachendunkelschmiedestein. Dann einmal hier um den Vorsprung herumlaufen. Zu dem Gebäude von hier aus sehen wir auch, dass es hier unten noch einen Weg gibt. Vorher können wir aber hier oben bei den Säulen noch einen Schmiedestein 7 und außerdem eine goldene Saat mitnehmen, nachdem wir die Adler besiegt haben. Das Ganze dann hier auf der Karte. Bevor wir jetzt dem Weg nach oben folgen, das ist nämlich dann der Weg Richtung Bosskampf, können wir jetzt nochmal den schon erwähnten Weg hier runternehmen und zu dem Gebäude da vordringen. Lauft hier also den Felsen runter und besiegt ein paar Gegner. Goldene Rune 12 gibt es hier noch und dann könnt ihr die Leiter nach oben nehmen. Hier warten nochmal zwei Krieger auf euch, die es zu besiegen gilt. Und dann verpasst auf keinen Fall diese Truhe hier hinter euch, in der findet ihr noch ein Drachenturmschild. Nehmt dann den Aufzug nach oben raus auf die Klippen. Und nach oben zu diesem Übergang, hier wartet dann erneut ein Schmelztiegelritter, passt also hier wirklich auf, der kämpft hier netterweise gegen ein paar Farum Azula Krieger und dann die Leiter hoch, bis ihr dann hier an diesem Fenster den Blitzdrachen Talisman plus 2 einsammeln könnt. Von hier aus geht's nun, wie angekündigt, durch das große Tor hier nach oben, besiegt hier einige Gegner und dann können wir hier an der Klippe noch einen Dunkelschmiedestein 7 einsammeln, bevor es dann über diese sehr, sehr schmale Säule hier nach drüben geht und hier werdet ihr unnötigerweise auch noch angegriffen. Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr an dieser Stelle. Hier geht's jetzt eigentlich durch dieses Gebäude nach oben, das machen wir auch gleich. Vorher will ich euch aber noch zeigen, an dieser Stelle gibt es nun einen Vorsprung, den wir nach unten folgen können zu einem sehr, sehr geheimen Bosskampf, den wir uns gleich widmen werden. Geht aber vorher, wie gesagt, durch das Gebäude hindurch, besiegt ebenfalls die Gegner und sammelt dann hier noch die Klangperle 5 des Dunkelsteinschürfers ein und dann durchs Gebäude hoch an diesen Aufzug, denn hier gibt es einen Ort der Gnade, den wir aktivieren sollten. Von hier aus ist es deutlich kürzer zu dem Boss und es kann schon passieren, dass ihr an der Stelle sterbt. Geht nun, wie erwähnt, wieder runter an die Klippe und hier können wir uns vorsichtig herunterfallen lassen. Das Ganze hier auf der Karte und an der Stelle jetzt eben auf den unteren Vorsprung fallen lassen. Passt hier wirklich auf, die erste Plattform verpasst man gerne. Und dann geht es weiter einfach über die Plattform nach unten bis an diese Stelle, wo ihr euch hinlegt und dann in den Ort jenseits der Zeit hier reisen könnt, in Farum Azula. Und das ist wirklich eine coole Location. Ihr seht es hier, eine Hammer-Arena, wo ein wirklich schöner geheimer Bosskampf stattfindet und der geht gegen den Drachenfürst Plakidusax. Kein leichter Kampf, ich bin den beschwerlichen Weg hier runter wirklich häufig gelaufen, der hat wirklich fiese Attacken und auch die zweite Phase hat es in sich und hier habe ich es ganz knapp geschafft, bin seiner letzten Attacke nochmal ausgewichen und habe ihm dann den Todesstoß verpasst und damit das Echo des Drachenfürsten freigeschalten. Danach könnt ihr wieder zum Ort der Gnade zurück und raustreten, die Treppen hoch auf diese Straße. Wir biegen jetzt erstmal links ab, rechts geht zum Boss, aber wir biegen erst links ab, bis wir hierher kommen. Auch hier erstmal links abbiegen, hier liegen einige tote Gegner, passt aber an der Stelle auf, denn einer, der stellt sich tatsächlich noch tot und wird euch dann bei Gelegenheit angreifen. Und wir nehmen hier noch einen Dunkelschmiedestein 8 mit. Danach auf der anderen Seite die Leiter nach unten und Richtung Räumlichkeiten auf der anderen Seite laufen. Und wenn ihr jetzt Bernals Questline, wie in meinen Guides, verfolgt habt, dann könnt ihr hier gegen ihn kämpfen. Er darf sich dazu nicht mehr im Haus Vulkan aufhalten und wird dann hier gegen euch
antreten. Kein leichter Kampf, aber ihr werdet dafür auch reichlich belohnt. Und zwar einmal mit der blasphemischen Klaue, außerdem einer legendären Waffe, dem Verschlingerzepter hier an der Stelle. Und ihr bekommt auch noch die komplette Bestienhelden-Rüstung von Bernal hier überreicht, sag ich mal. Die blasphemische Klaue hilft euch wohl im Kampf gegen Malekith. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nie benutzt und überlasse das Leuten, die im Kontern besser sind als ich. Außerdem, wie gesagt, das Verschlingerzepter, eine der legendären Waffen. Und im Anschluss noch hinter in den erwähnten Raum, hier gibt es nochmal ein paar Gegner und außerdem den legendären Talisman des alten Fürsten, der verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Dann hoch die Straße in die andere Richtung. Hier müssen wir nochmal gegen einen goldenen Reiter kämpfen. Und sobald ihr den besiegt habt, bekommt ihr hier noch seine deformierte Drachenrüstung. Und außerdem können wir auf der Straße noch zwei Gegenstände einsammeln. Eine goldene Rune 12 und einen Dunkelschmiedestein 7. Bevor wir uns nun Malekith, dem Boss für Pharum Azula, hier stellen, seid euch im Klaren, dass sobald ihr ihn besiegt, sich die Welt draußen etwas ändern wird. Vor allem Leyndell, die Hauptstadt, wird sich komplett verändern und die meisten Gegenstände dort werden verpassbar werden. Passt also wirklich auf und erledigt noch, was ihr erledigen wollt. Ich bin zum Beispiel zu Sir Gideon gereist, denn auch der wird seine Location nochmal ändern. Und wenn ihr Mog und Melania besiegt, könnt ihr hier Gideon Informationen überreichen und er wird sehr dankbar sein und ihr werdet von ihm einige Anrufungen als Belohnung überreicht bekommen dafür, dass ihr ihm hier diese Sachen oder Informationen vorbeigebracht habt. Danach stellt euch dem Bestienkleriker der ersten Phase des Bosskampfs und die ist relativ kurz. Sobald ihr die überlebt und geschafft habt, wird sich der Bestienkleriker hier verwandeln und es wird zu einem richtig, richtig toughen Fight. Ich habe hier auch wieder ein paar Versuche gebraucht. Die Strategie, wie gesagt, kann ich euch an der Stelle gar nicht sagen. Ich hau einfach möglichst schnell drauf. Ich habe hier die Mausoleumssoldaten benutzt, um ihn abzulenken und dann Malekith die schwarze Klinge besiegt. Fieser Kampf. Gott sei Dank ist der Weg hierher nicht ganz so weit wie zum anderen Kampf und ihr bekommt hier das Echo der schwarzen Klinge. Danach werden wir hier in Leyndell, der aschernen Hauptstadt, aufwachen und ihr seht, hier hat sich ein bisschen was verändert und damit sind wir in der letzten Phase des Spiels und nächstes Video werden wir den Guide hier auch abschließen. Und das war's. Das war alles in Pharum Azula, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wie immer, wenn ja, lasst gern ein Like da, Abo für den Kanal und schreibt auch fleißig in die Kommentare, ob ich hier vielleicht was verpasst habe und was so eure Erfahrungen in diesem sehr, sehr coolen Gebiet so waren. Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.